Einen schönen guten Abend, meine liebe Peter, liebe Freunde. Schön, dass wir wieder miteinander beten dürfen, dass wir vor den Thron der Gnade Gottes kommen dürfen. Und es ist so schön zu wissen, dass Gott unsere Gebete hört und dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Es sind so viele, Peter, es sind so viele Menschen, die heute vor Gott stehen, die heute vor dem Thron der Gnade Gott bitten, dass er heute Dinge tut, die er eigentlich schon beschlossen hat zu tun. Und er legt durch seinen Heiligen Geist in unser Herzen hinein seinen Willen, seinen Plan. Und darum stehen wir heute wieder zusammen im Gebet und wir beten. Und das eine, was wir tun sollen, wir sollen ihn mehr und mehr kennenlernen. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle des Lebens und zu ihm sollen wir kommen, mit ihm sollen wir sein, mit ihm sollen wir verbunden sein. Und das hat auch Paulus damals der Gemeinde in Ephesus geschrieben. Das eine, was Paulus wollte, dass die Gemeinde in Ephesus versteht, wer Christus für sie ist, was er für sie getan hat und dass er der Eigentliche ist, der alles in seiner Hand hält. Und darum sagt er in Epheser Kapitel 3, Vers 17 bis 19 dieses Wort: Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Oh, danke, Vater, dass du deine Gemeinde so gesegnet hast, dass du uns diese Erkenntnis gegeben hast, dich wirklich kennenzulernen, dir nahe zu sein, mit dir zu reden zu dürfen, dass du uns kleine Menschen, einfache, schwache Menschen ausgesucht hast in dieser Welt und uns zu dir gezogen aus lauter Güte. Und jetzt dürfen wir mit dir beten und du hörst uns. Und das eine, was du wünschst heute, ist so von Herzen, dass wir deinen Sohn noch mehr kennenlernen, noch tiefer, mehr und mehr verstehen. Danke, Vater, für deine Treue, für deine Liebe zu uns. Und ich freue mich so sehr, dass wir das heute tiefer und tiefer wirklich wissen, dass du uns liebst, dass du uns kennst. Aber heute beten wir, Herr, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, für unsere Verwandte, für unsere Freunde, Familienangehörigen. Jesus, wir beten, dass du dort hineinsprichst, zu diesen Menschen in ihre Herzen hinein, die dich noch nicht kennen, die auf der Suche sind nach Glück, auf der Suche sind nach einem Leben, nach einem erfüllten Leben, aber haben es nicht, weil du nicht auf dem ersten Platz ihres Lebens bist. Vater, wir beten, Herr, für unsere Mitmenschen heute, für unsere Arbeitskollegen. Wir beten heute für unsere Kinder, für unsere Eltern, für unsere Geschwister, die heute dich noch nicht kennen. Wir beten, dass du ihnen sich offenbarst, dass du ihnen sich offenbarst, wie du sich uns offenbart hast. Und heute sind wir in dieser Beziehung mit dir. Vater, wir beten, dass du unsere Mitmenschen segnest heute, dass du durch den Heiligen Geist wirklich redest zu ihnen, dass dein Geist weht heute über unsere Dörfer, über unsere Städte, über unser Land, dass dein Geist wirkt, dass die Menschen dort erkennen, dort wo sie stehen, dort wo sie sind, dort wo sie nicht mehr weiter wissen, dass dein Geist da ist, dass du ihnen nahe bist, dass du ein guter Vater bist und dass du sie retten willst, dass du ihnen das ewige Leben so von Herzen schenken willst. Vater, aber du zwingst niemand, Vater, du willst, dass jeder aus dem freien Willen zu dir kommt und darum beten wir, dass das in ihren Herzen passiert, dass dieser Wille freigesetzt wird und dass sie erkennen, dass du Gott bist. Vater, wir danken dir. Wir setzen dein Plan frei in ihrem Leben. Für unsere Mitmenschen, für unsere Politiker heute, für unsere Mitmenschen, die heute dein Plan erfüllen müssen. Das, was du befohlen hast, das, was du gesagt hast. Vater, wir beten, dass sie erkennen, dass sie dich brauchen. Die Menschen, die heute in der Regierung sind, die Menschen, die heute in der Politik sind, Vater, wir beten, dass du ihre Herzen bewegst zu dir hin, zu deiner Wahrheit, zu deinem Wort. Und wir segnen sie, Herr. Danke, dass wir beten dürfen und wir vertrauen dir. Wir setzen frei deinen Geist, der es wirkt und Großes tut. Wir glauben an die Wunder. Wir glauben an Zeichen, die heute Abend geschehen werden. Zur Ehre Jesu. Amen. Seid gesegnet, mein Lieben. Lass uns weiter beten, nicht aufhören. Gott will große Dinge tun unter uns. Und darauf vertrauen wir ihm. Seid gesegnet. Shalom. Bis morgen Abend.